Ladies and gentlemen, welcome to the Chic Killers Hörline. Modeshow in Willisau am Freitag und Samstag, das Wochenende am 11. und 12. April. Und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. An der Berufsschule in Willisau stecken die angehenden Schneiderinnen und Schneider buchstäblich ihr Können in Kleider. Was hier auf den Laufsteg kommt, ist vom Feinsten. Seidige Stoff oder grob gewebtes Besteck, drapiert, umgenommen, Blusen, Hosen, Weston, Foulards, Röck, Gargürt und Schuhe. In Sachen Style kennt die Fantasie kaum Grenzen. Gut, wir haben auch auf die aktuellen Modetrends geschaut, quasi über den Tisch hinweg ins Internet. Doch zeigen die Schnitte, die Entwürfe, den eigenständigen Charakter vom Schöpfer. Und natürlich ist der Blick auch bei der Kollegin, beim Kollegen hängen geblieben und kurz darauf die Frage: Was machst denn du? Wie findest du das? Modeschau vom Fachbereich Bekleidungsgestaltung am BBZ Willisau. Am Freitag und Samstag werden 33 Lernende davon einmal ihre selbst entworfenen Kreationen auf dem Catwalk im Publikum vorführen. Am Anlass beteiligt praktisch die ganze Schule. Die Sportlehrpersonen vermitteln den Models perfekte Gehen auf dem Laufsteg, die Schreinerlehrlinge haben Kleiderstände gemacht, die Floristiklasse aus Sorsi zaubern den Frühlingetauen. Frisiert werden die Models von Coiffeur Rütima Willisau und Flyer und Plakat haben Polygraphen gestaltet. Was kann man sehen? Unter anderem das. Also, willst du mal erzählen, was du da so gemacht hast? Also, ich sehe, es ist eine Bluse ohne Ärmel. Ja, ich habe eine Bluse mit einem Kregli und vorne mit einem Pullerverschluss. Und ja, ganz einfach. Was ist ein Pullerverschluss? Kannst du es vielleicht mal erklären für die, die es nicht wissen? Das. Also, warte schnell. Einfach so. So wie bei diesen typischen Hemdli vorne dran. So ein halber Knopfverschluss eigentlich. Ja. Vor mit dir einfach. Und wie bist du auf die Idee gekommen? Ich habe eine ähnliche Bluse daheim gehabt. Mir hat sie mega gefallen. Und dann habe ich gefunden, ich mache mir auch so etwas Ähnliches. Und dann hast du den Schnitt abgenommen oder hast du selber gezeichnet? Ich habe abgenommen und nachher noch ein bisschen verändert. Ja. Kannst du uns mal erzählen, was du so gemacht hast? Ich habe ein Oberteil gemacht, das hinten einen Knopfverschluss hat. Und so einen angeschnittenen Kragen, etwas Ähnliches. Ja. Und die Hose? Habe ich eine enge Hose, ein bisschen hoch geschnitten. Und Bügelfalten habe ich abgesteppt. Ja. Und wie bist du auf das gekommen? Also hast du einfach den Stoff gesehen und hast gedacht, ich mache jetzt mal eine Hose aus dem und dann mache ich mal einen Top aus dem? Ja. Ungefähr so. Nein, es war recht spontan gewesen. Also ich wusste, dass ich etwas Enges machen will. Ja. So etwas Klassisches. Abstecken an den Büsten. Probiert muss am Schluss aber immer noch sauber sein. Mein Name ist Medea Jenzer und ich bin Lernende im Atelier Lugutür. Und wir sind jetzt gerade voll in den Vorbereitungen für eine Modeshow. Für unsere Modeshow. Und das ist jetzt eines meiner Resultate. Ich habe ein Jersey-T-Shirt gemacht mit einem eckigen Ausschnitt. Und ein Schieb dazu aus Burret-Seide. Und meine Idee war, dass man vorne etwas drapiert, wie man jetzt hier sieht. Und ja, man versucht das möglichst gut umzusetzen. Und mir gefällt es. Hinten habe ich einen Reissverschluss in der hinteren Mitte. Bis zu der Hüftweite. Genau. Ja. Und jetzt kommen noch die letzten Schliffen dran beim Schieb und bei all den anderen Outfits, die sie lernen wollen, machen. Und dann geht es ab auf die Bühne. Der Mechaniker nimmt für den letzten Schliff die Fiele, die Schneiderin das Bügeleisen.
Da, wie an anderen Stellen, stellt sich die Frage, darf es ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger sein? Ich bin jetzt gerade hier am Seitennot einnehmen, bei dieser Hose, weil sie auf der Seite ein bisschen zu weit ist. Und das macht man auch immer bei Anproben, wenn es zum Beispiel noch nicht ganz gut sitzt. Also ich fasse jetzt gerade ein Wollejäckli einfassen. Es ist eigentlich ein sehr einfacher Schnitt. Es ist nur ein Rechteck. Und die Schwierigkeit ist jetzt einfach halt das Ganze einfassen, weil es halt Wollen ist. Ist das ein bisschen schwieriger mit dem Fassen vom Stoff. Und ich bin jetzt hier gerade allerdings am Heften. Männer haben es auch. Genauer einen, der Rami. Ich mache einen Blazer aus Polyesterstoff, also das ist chemisch hergestellt. Und das Muster nennt man Pied de Poule oder Hahntritt-Muster. Ich habe den Blazer gewählt, weil ich bin der einzige Herr in dieser Modenschau und ich denke, es wäre schön, wenn man auch mal Herrenkonfektionen vorstellen würde an der Modenschau. Und ja, ich habe das Muster gewählt, weil es mir sehr gut gefällt. Und ja, das wäre alles. Auch wenn man denkt, man sei fertig, kann man immer noch um Bruchteil von Millimeter verbessern. Die Antwort von der Suche heisst Perfektion. Ich bin gerade am den Bund stecken, dass ich es nachher im Nordschatten kann steppen. Im Nordschatten, ja. Also, das ist hier innen. Ich bin jetzt gerade dran, am Schulterpolster reinstecken. Fassen wir kurz nochmal zusammen. Wir sind Bekleidungsgestalterinnen. Ich bin aus dem dritten Lehrjahr und wir sind hier im Luc Couture in Willisau. Und wir sind hier ein bisschen am Berichten über unsere Modenschau, die wir machen, am 11. und 12. April. Und wir haben hier alle unsere eigenen Stücke ein bisschen gemacht. Wir haben selber können designen, zeichnen, Stoff auswählen, haben wir alles selber dürfen, mit der Unterstützung von unseren Lehrmeisterinnen. Und das tun wir dann am 11. und 12. vorführen. Und ja, sie können auch gerne schauen. Es gibt einfach ein kleines Apero und eine Türkollekte. Und am Samstag oben, am 12. gibt es noch eine Aftershow-Party, wo sie auch gerne eingeladen sind. Übrigens, die Lernenden im Bereich Lebensmittel haben eigens zur Show Köstlichkeiten sauber hergestellt. Schon ab der 7. in den Pausen und am Schluss haben Gäste Gelegenheit, sich damit zu verpflegen. Genug gute Gründe, um nach Willisau zu kommen. Also, nicht verpassen, Modenschau in der BBZ-Halle am Freitag und Samstag, 11. und 12. April, jeweils ab der 8.